schön. Thomas von Genf, unser Redner Alex müsste jetzt hier auftauchen, da ist er schon. Bitte kein Chaos machen. Also, wenn Extremisten einen Flyer verteilen, okay, also die Ordner sind instruiert und die Polizei. Und jetzt kommt Alexis. Ich bin wütend. Wütend auf die Macht der Banken und wütend auf diese Regierung, die seit 3 Jahren nichts anderes tut, als diese Banken immer wieder zu retten. Diese Banken müssen weg. Und deshalb müssen wir die Macht der Banken und der großen Konzerne brechen. Natürlich gibt es Unterschiede bei dieser Bewegung. Zwischen Land und Land und zwischen den verschiedenen Städten, zwischen Kairo, Madrid, Tel Aviv oder New York. Aber es ist eine gemeinsame Bewegung. Menschen stehen auf und erheben ihr Haupt. Es ist eine Revolte der demokratischen Vernunft gegen die Arroganz der Macht. Diese Macht sagt, dass alles den Gesetzen der Märkte unterworfen werden soll. Die Märkte, die Finanzmärkte dürfen angeblich nicht verunsichert werden. Das sagen Merkel, das sagt Barroso, das sagen Steinbrück und Trittin. Und wie sie alle heißen. Demokratie darf dann nur noch auf ganz leisen Sohlen schleichen. Aber was wir wollen ist, wir wollen diese Märkte verunsichern. Wir wollen nämlich, dass diese Banken wegkommen. Tatsache ist, dass diese Märkte versichert sind und versichert werden. Und zwar mit den Steuergeldern, inzwischen doppelt und dreifach. Durch die Rettungsschirme immer wieder aufgespannt werden. Wenn der Bürger eben für das private Risiko der Zockerhaut erreichen wird, dann sind sie eben abgesichert, die Banken. Und deshalb wird eben ein Rettungsschirm immer wieder aufgespannt. Was wir aber wollen, ist, diese entsicherten Märkte massiv zu verunsichern. Und zwar Tag für Tag. Und deshalb gehen wir gemeinsam auf die Straße. Wir müssen die Macht der großen Banken brechen. Wie kann das aussehen? Großbanken sind kein Naturgesetz, sondern sie sind politisch gewollt. Ihr erinnert euch, im Zuge der Krise sind die Banken teilweise noch viel größer geworden. Dresdner Commerzbank sind fusioniert, Deutsche Bank und Postbank verschmolzen und das mit dem politischen Willen der Regierenden. In der Krise sind die Banken noch größer geworden. Wir wollen aber diese Banken nicht mehr. Wir wollen keine Banken, bei denen man diskutieren muss, ob sie systemrelevant sind. Wir sind systemrelevant, nicht die Banken. Wir wollen keine Banken, die die Gesellschaft erpressen können. Was ist zu tun? Die Banken müssen zerlegt werden in kleine Einheiten. Sie müssen dazu in die öffentliche Hand geholt werden. Und dabei muss dieses ganze hochspekulative Derivatesystem abgerechnet werden. Diese ganzen Finanzinnovationen, die müssen zum großen Teil weg. Die wichtigste Finanzinnovation der letzten Jahre war der Bankautomat. Ob das die meisten anderen Kram, können wir verzichten. Und nicht zuletzt gibt es neue demokratische Formen der Kontrolle von Banken. Wir wollen eben nicht diese Großbanken, aber wir wollen natürlich diese überflüssigen Landesbanken, die im Parteienfeld stehen wurden. Wir wollen demokratische Banken. Der kommende EU-Gipfel zeigt, dass das Chaos von Regierenden perfekt ist.
Wir sind schneller als erwartet. Das ist auch das Neue an dieser Bewegung. Und ich hoffe, dass wir heute so ein dickes Zeichen gesetzt haben, dass wir wollen nämlich Grenzen setzen, auch wenn das andere nicht wollen. Wir wollen Grenzen setzen gegenüber der Macht des Kapitals, des Geldes, der Banken, der Märkte und der Regierung. Für mich zumindest einer der schönsten Tage, die ich auf einer Demo erlebt habe. Sind nicht alleine und halten 10 Sekunden inne. Ist hier die Welle? Und jetzt will ich von euch allen mit einem kräftigen Aufschrei hören.